Hallo und herzlich willkommen zur Serie Search Synthesizer. In dieser Folge geht es um die Modulatoren. Legen wir doch einfach mal los. So, in dieser Folge geht es um den unteren Teil hier des Search Synthesizers, nämlich die Modulatoren. Und gehen wir jetzt erstmal ganz schnell drüber, was man da überhaupt sieht. Hier ist so diese erste blaue Zeile, das sind die sogenannten Makros. Und dann folgen drei weitere Zeilen, die so ein bisschen aufgegliedert sind. Zum einen in festgelegte MIDI-Tasten oder MIDI-Controller-Geschichten. Dann gibt es frei wählbare LFOs, 6 Stück, die an die einzelnen Voices gebunden sind. Dann gibt es Modulatoren, die zum Beispiel hier an den Filter-EEG oder Amp-EEG, also die Hüllkurven gebunden sind. Dann gibt es so eine Random Alternate. Es gibt Szenen-LFOs, die an die Szenen gebunden sind. Und dann gibt es noch Key-Tracking-LFOs. Darunter findet man dann für die meisten der einzelnen Modulatoren findet man dann noch Einstellungsmöglichkeiten, Auswahlmöglichkeiten, wie man was machen kann, inklusive für die einzelnen LFOs zum Beispiel auch noch Envelope-Generatoren, sodass man die einzelnen LFOs sogar noch mit einer Hüllkurve versehen kann. So, gehen wir jetzt auf die einzelnen Sachen genauer ein. Und zwar, erste Zeile sind die Makros. Die sehen relativ leer aus. Das sind im Prinzip einfach nur, ich kann ja hier einfach mal so ein bisschen vergrößern, das sind im Prinzip einfach nur so Felder, die ich benutzen kann, um gewisse Parameter gemeinsam zu verändern. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Pitch und den Sync gleichzeitig verändern will, dann kann ich diese beiden Parameter mit diesem Makro gleichzeitig verändern. So, eine Sache, die man jetzt wissen sollte, das heißt, ich klicke zum Beispiel einmal auf den Parameter, dann ist er erstmal ausgewählt. Klicke ich jetzt nochmal drauf, dann aktiviere ich ihn und das sieht man gleich an den restlichen Parametern hier, die grün werden, dass ich die Parameter jetzt tatsächlich verändern kann. Das heißt, will ich jetzt den Sync-Parameter verändern, ziehe ich den jetzt hier so lang und ich sehe, okay, das ist der Original Zustand und diesen Wert verändere ich. Den kann ich dann über das Makro entlang ziehen. Und jetzt nehme ich hier den Pitch noch runter, dann geht der so runter, das kann sich jetzt unter Umständen aufheben, aber egal. So, und dann ist der das Makro automatisch benannt nach dem ersten Parameter, den ich gezogen habe. Klicke ich wieder drauf, dann hört dieser Zuweisungsmodus auf. Ich kann das aber auch anders machen, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Makro ausgewählt hat und die Tabulator-Taste drücke, dann kann ich diesen Zuweisungsmodus ändern. Oder wenn ich so ein Makro oder irgendein anderes Feld von diesen Modulatoren hier ausgewählt habe und mit der mittleren Maustaste drauf drücke, dann komme ich auch wieder in diesen Zuweisungsmodus oder mittlere Maustaste wieder weg. Das heißt, ich habe mehrere Möglichkeiten, diesen Zuweisungsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der Makromodus, oder sagen wir einfach mal so, ich habe jetzt hier zwei Parameter zugeordnet, einmal den Sync und einmal den Pitch-Parameter. Und das sehe ich an diesen Parametern, dass mit denen irgendetwas ist, weil die jetzt nicht mehr wie die anderen Parameter zum Beispiel hier einen schwarzen Hintergrund haben, sondern so einen blauen Hintergrund. Das bedeutet, mit denen wurde irgendwas gemacht. Wenn ich wissen möchte, was gemacht worden ist, dann drücke ich hier einfach die rechte Maustaste mal wieder. Und jetzt sehe ich hier Edit Sync Makro 1. Das heißt, das ist hier zugeordnet worden. Gefällt mir das nicht, kann ich das mit Clear Sync einfach löschen. Das heißt, wenn ich das hier wegmache, ist auch dieser blaue Balken hier weg. Der ist noch ganz oben beim Pitch. Der Makro-Knopf heißt immer noch Sync, weil das der erste Schalter war. Und wenn ich das jetzt verändern möchte, könnte ich das jetzt alles löschen und neu anlegen. Ich kann jetzt einfach auch hier einen Rechtsklick auf den Makro-Knopf machen und sagen Rename Makro. Und gebe jetzt einfach mal hier Pitch ein. Und okay. Und jetzt heißt mein Makro Pitch. So, wenn ich die rechte Maustaste nochmal anklicke, sehe ich hier da, wo Rename Makro steht, drüber noch Bipolar Mode. Das heißt, ich kann das Makro in einen Bipolar Mode stellen. Was das bedeutet. Ich habe jetzt hier den Pitch und wenn ich eine Taste drücke und den Pitch hier nach oben ziehe,
geht der Pitch runter, so wie ich das definiert habe. Gehe ich hier vielleicht gerade mal auf diesen Vergrößerungsmodus raus. Das ist jetzt ein Vergnügungsmodus. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, das mit dem Pitch, das irritiert mich jetzt einfach zu stark. Rechtsklick, Clear Pitch und sage, okay, ich will einfach, dass der jetzt hier so hoch geht. Wenn ich den auch hier hochziehe, drücke ich die Tabulator-Taste. Und wenn ich jetzt eine Taste drücke und den Makro hier drehe, kann ich den hier verschieben. So, wenn ich den jetzt hier rechtsklick auf Bipolar Mode einstelle, dann ist mir der Regler hier in der Mitte. Was ich jetzt machen kann, ich ziehe den hier nach rechts oder ich ziehe den hier nach links. Das heißt, hier diese Einstellung, die ich hier gemacht habe, dass der einfach nur nach oben geht, verändert sich automatisch auch noch, wenn ich den Makroschalter auf Bipolar umstelle und geht natürlich auch wieder zurück, wenn ich ihn auf Normalmodus einstelle. So, Tabulator-Taste oder mittlerer Mausklick. So, und das kann ich hier mit diesen ganzen Makros machen. Das heißt, ich kann jetzt einfach wild irgendwelche Knöpfe hier auswählen und die zuordnen in allen möglichen Variationen. Hier noch ein bisschen leiser machen. Was kann man noch irgendwie Sinnvolles machen? Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Reicht eigentlich auch. Und kann das hier mit dem Makro machen. Und das Makro kann ich dann natürlich auch noch mal zu einem MIDI-Regler machen. Das heißt, ich bewege jetzt hier einen MIDI-Regler und das funktioniert jetzt gerade nicht. Das hat vorhin gerade funktioniert. Das liegt jetzt aber eher an dem alten MIDI-Controller, den ich hier verwende. Dann machen wir hier Abort MIDI Learn. Das sein Makro 2, nee. Clear Learned MIDI. Schade, dass das jetzt gerade nicht geklappt hat. Nee, will er leider gerade nicht. Das tut mir leid. Dann geht das in dem Moment nicht mit meinem Keyboard, aber das geht normalerweise. So, das heißt, hier habe ich diese ganzen Makros. Jetzt darunter Velocity. Velocity ist die Anschlaglautstärke. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Parameter zuweise, vielleicht löschen wir hier erstmal alle. Man kann die hier einzeln löschen oder editieren oder man kann die hier auch alle auf einmal löschen. Ah, Map to Controller or Key war das, glaube ich. Entschuldigung, da war ich jetzt. Das sieht man hier auch schon. Funktioniert doch, war mein Fehler. So, wir löschen das jetzt erstmal alles. Dann ist auch die Benamsung gelöscht und wenn ich hier wieder einen Rechtsklick mache, ist nichts mehr miteinander verbunden und diese ganzen Werte sind wieder auf Original. Ich mache jetzt hier einfach mal ein paar Unison Voices rein, weil es sich einfach schöner anhört. So, ein bisschen angenehmer. So, bei Velocity waren wir jetzt ja gerade. So, Velocity ist die Anschlaglautstärke. Das heißt, ich kann je nachdem, wie stark ich eine Taste anschlage, kann und mein Keyboard das natürlich auch unterstützt, kann ich jetzt zum Beispiel einen Parameter hier verändern. Das heißt, ich drücke jetzt hier nur ganz sachte drauf, dann bleibt der Ton, wie er ist. Und wenn ich stark drauf drücke, dann geht der Sync hier los. So, Doppelklick und alles ist wieder beim normalen. Release Velocity ist, wenn das der Controller unterstützt, wie schnell ich die Taste loslasse. Poly After Touch, wenn das Gerät kann, dass ich die Taste nochmal nachdrücke. Dann gucke ich jetzt gerade mal, ob mein Gerät das kann. Dann nehme ich einfach mal den Pitch. Ne, es scheint es nicht zu können. Schade aber auch. So, Clear All Polyphonic. Vielleicht macht es ja Channel After Touch. Ja, Channel After Touch macht das. So, Doppelklick und er ist wieder weg. So, dann gibt es Pitch Bend. Das ist das Pitch Bend Rädchen rechts am Controller normalerweise. Dann das Mod Wheel. Wenn da ein zweites ist, kann man das auch noch belegen und verschiedene Parameter hier verändern.
Dann Breath Controller, Expression, Sustain, normalerweise ein Pedal wie beim Klavier, dass der Ton gehalten wird. Dann MPE für MPE Timbre für MPE-Geräte. Und darunter habe ich jetzt Filter und Amp-EG, das heißt, ich kann diese Hüllkurven, die ich hier definiere, kann ich mit weiteren Parametern hier verknüpfen. Random, das nimmt dann irgendeine Zufallszahl und jedes Mal, wenn ich eine Taste anschlage, klingt es halt irgendwie anders. Zum Beispiel, wenn ich den Filter mit dem Random-Parameter modulieren würde, dann würde er halt jedes Mal so ein bisschen anders nehmen. Alternate, da werden einfach zwei unterschiedliche Werte genommen und jeden anderen Tastenanschlag nimmt er den einen oder den anderen Wert. Und wenn ich das jetzt gerade mal zum Beispiel mit dem Alternate mache und den Pitch, dann hört man das wieder eigentlich ganz gut. Springt er immer zwischen diesen beiden Werten hin und her. Der Esel-Effekt. So, Clear machen wir alles wieder weg. Tabulator-Taste oder Mittelklick. So, darunter gibt es die Key-Tracking- Abteilung. Bei Key Tracking kann ich dann einfach sagen, dass je nachdem, welche Taste ich drücke, und das hat mit diesem Key Track hier zu tun, werden die Werte verändert und entsprechend weiter geht es mit Lowest Key, Highest Key und Latest Key. Da guckt bitte nochmal ganz genau im Handbuch nach, wie man das genau einstellt. Das habe ich jetzt an der Stelle nicht gemacht, weil ich konnte das nicht so wirklich ganz nachvollziehen, was im Handbuch stand. So, jetzt kommt es zu einer weiteren interessanten Variante, die LFOs. Und zwar diese LFOs hier, 6 an der Zahl, das sind sogenannte Voice LFOs. Das heißt, ich kann alle Parameter, die eine Voice betreffen, modulieren. Mit der Tabulator-Taste schalte ich also wieder an und jetzt sehe ich, okay, alles, was irgendwie hier so grünlich geworden ist, kann ich mit diesem Voice-Parameter auch beeinflussen. Und das kann ich 6-mal insgesamt machen pro Szene. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Szene A habe und ich schalte das mal um, damit man das sieht, und ich gehe auf die Szene B, habe ich für diese drei Oszillatoren weitere 6 LFOs zur Auswahl. Und jetzt gibt es noch die Szenen-LFOs, auch 6 an der Auswahl. Und mit diesen Szenen-LFOs, wenn ich die jetzt aktiv schalte mit Tabulator oder mittlerer Maustaste oder Doppelklick, dann sehe ich auch hier, dass ich noch ein paar mehr Möglichkeiten habe. Einfach zum Vergleich, nehme ich mal einen normalen LFO. Hier mache ich grün, sieht ein bisschen ähnlich aus, aber achtet jetzt einfach mal hier auf diesen Bereich. Da sind noch so zwei Orange, die sind auch nicht eingefärbt und ja, und wenn ich jetzt diesen Part hier nehme, dann sind die zwei plötzlich auch eingefärbt, die sind auch eingefärbt, das heißt, das kann ich über die gesamte Szene, kann ich diese Parameter auch noch dazu modulieren und ich kann mit den Szenen-LFOs, kann ich natürlich auch die Voice-LFOs modulieren, das ist so ein kleiner Unterschied. So. Das ist jetzt nur der Überblick, was ich mit diesen LFOs alles modulieren kann. So, aber wie moduliere ich jetzt mit den LFOs? So, ich habe jetzt, wenn ich hier so einen LFO anklicke und irgendwas, nehmen wir doch einfach mal hier den Pitch, weil das hört man immer so schön. So, dann sehe ich, okay, hier hat sich was geändert, der LFO ist es. Und wenn ich den aktiviere durch einen Doppelklick drauf oder Mittelklick oder Tabulator-Taster, ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gesagt, dann sehe ich auch, welche Parameter ich hier verändern kann. Und ich habe jetzt natürlich hier die Möglichkeit, ich schalte das hier gerade nochmal aus, das ändert jetzt nichts an der Veränderung hier. So, dann kann ich jetzt hier einen Sinus einstellen. Und sehe das hier in diesem Display. So. Und hier gibt es noch wesentlich mehr Werte. Ich klicke jetzt gerade mal hier an, dann sieht man schön die Übersicht. Nämlich hier einmal den Sinus, der ist hier unten. Dann rechts daneben ist die Triangel, also Dreieck. Dann wieder links daneben ist hier das Rechteck. Dann kommt der Sägezahn hier. Dann kommt ein Noise-Modul. Dann kommt das Sample und Hold. Dann gibt es ein Envelope, also ein ADSR.
Danach kommt ein Step-Sequencer, den ich hier habe. Und dann kommt MSEG, Multisegment Envelope Generator, also ein Multisegment Hüllkurvengenerator. Und Function Work in Progress ist etwas, was es noch nicht gibt, aber was dann noch kommt. Und dann gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit, hier alles Mögliche zuzuordnen, Controller OKI als Automationslane in Bitwig hinzuzufügen oder auf die Standardwerte zurückzusetzen. Und wenn hier irgendetwas eingetragen ist, kann ich das tatsächlich von einem LFO auf den nächsten rüber kopieren oder ausschneiden oder löschen. So. Das heißt, hier habe ich die unterschiedlichen Varianten. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, das einfach nochmal so als Anfang. Für die einzelnen Varianten, zum Beispiel diesen Sinus-LFO, kann ich auf Freerun machen, dann läuft der ständig, egal ob meine DAW gestoppt ist, läuft oder ob ich eine Taste drücke oder auch nicht. Key-Trigger triggert jedes Mal den LFO neu, von Anfang an. Und Random läuft der bei einem Tastendruck einfach irgendwo los. Das ist so nicht ganz Freerun, weil Freerun läuft kontinuierlich gleich und bei Random legt der halt irgendwo mittendrin einfach mal los. Hier unten habe ich Unipolar, was ich auswählen kann. Das heißt, so wie jetzt die Wellenform hier läuft, ist es unipolar eingestellt. Das heißt, es hat positive wie negative Werte. Und wenn das nicht ausgewählt ist, hat es positive und negative Werte. Wenn es ausgewählt ist, ist es unipolar und dann hat es nur positive Werte. So, hier habe ich jetzt die Rate. Das hört man hier auch nochmal. Der ist einfach der Pitch-Unterschied geringer, weil einfach die Kurve geringer ist, die Amplitude geringer ist und so ist die Amplitude höher. Also ist ja auch der Pitch höher. So, mit der Rate kann ich natürlich die Rate verändern und mit einem Rechtsklick kann ich hier wieder auf Tempo-Sync gehen. Oder ich kann es auch deaktivieren. Weiß jetzt nicht so ganz genau, wie sinnvoll das ist, aber vielleicht in irgendeinem Zusammenhang macht das natürlich Sinn. So, dann gibt es die Phase, die ich hier noch ändern kann. Das sieht man hier auch schön. Das heißt, wo die Wellenform anfängt zu laufen. Deformation habe ich hier auch noch. Das heißt, ich kann es so ein bisschen mehr in die Breite drücken oder zusammenziehen. Doppelklick geht es wieder in Original. Und ich kann die Amplitude auch noch mal an sich, damit der Effekt nicht so drastisch ist, rumziehen. So. Auf der linken Seite, da wo LFO einsteht, also die Bezeichnung hier, muss man mal gucken, ob man das umändern kann. Nee, das kann man nicht umbenennen. Aber hier habe ich noch so ein Hamburger-Menü und wenn ich das anklicke, kriege ich nochmal eine riesige Auswahl an verschiedenen Envelopes, einem One-Bar-Fade-In zum Beispiel. Da ist jetzt auch Rate und Phase deaktiviert. Oder 4 Notes Delay, 8 Notes Delay, dann bei den LFOs habe ich hier noch eine Utility mit Random Fade, Bipolar, Unipolar, 8 Notes Sample and Hold, Delayed, Vibrato, Noise und so weiter. Wenn ich das anklicke, sehe ich hier auch gleich, was hier eingestellt wird. Dasselbe für den MSEG, also den Multisegment Envelope Generator. Da habe ich dann auch noch jede Menge verschiedene Möglichkeiten, hier was einzustellen oder den Step-Sequencer, melodische Sequenzen, rhythmische, zum Beispiel ein Transgate, Waveform. Ich kann zum Beispiel hier Quantize Triangel machen, dann habe ich hier so eine Triangel als Sequencer oder ich mache hier mal so ein Transgate. Dann müsste ich das jetzt hier zum Beispiel nur noch an die Lautstärke rantun. Und schon habe ich so ein Transgate am Start. So, jetzt habe ich ja natürlich einiges verstellt. Nehme ich einfach mal einen anderen LFO und mache den vielleicht, lösche ich den mal. Clear all voices. Und kann den leider nicht auf Standard zurückstellen, so auf einen Schlag. Aber deshalb, wir haben ja noch genügend LFOs. Ich mache das auch mal stellvertretend an den einzelnen LFOs. Es geht natürlich bei den ganzen anderen LFOs genau gleich. So,
Und dann kommen wir zu den verschiedenen Wellenformen. Also Sinus haben wir hier, dann haben wir hier Dreieckwelle, Rechteckwelle, da sind die ganzen Werte alle gleich. Dann haben wir hier einen Sägezahn. Was hatten wir hier? Das war ein Noise. Hier hatten wir einen Sample und Hold. Muss ich natürlich irgendwo, vielleicht ordne ich das mal zu, damit man das so ein bisschen. Das ist diese Geschichte hier. Hier habe ich einen ADSR, den ich einzeichnen kann. Und dieser ADSR ist direkt verbunden mit dem ADSR hier, den ich, also wenn ich nur ein ADSR haben will als LFO. Ich habe bei allen anderen Wellenformen, habe ich den ADSR hier natürlich auch. Und es ist nicht nur ein ADSR, sondern ihr seht, es ist ein DAHDSR. Das heißt ein Delay. Das heißt, er wartet einfach eine gewisse Zeit, bevor der ADSR überhaupt anfängt. Dann kommt der ADSR, also ein langsames Reinfaden. Dann kommt ein Hold. Das heißt, er hält dann nach dem Attack das für eine Weile. Dann kommt das Decay, also der Abfall auf den Sustain-Level und schließlich der Release. So, und so kann ich dann so eine Wellenform formen. Und wenn mir das alles hier zu lang ist, kann ich das natürlich noch ein bisschen kürzer machen. Mit einem Rechtsklick kann ich dann noch sagen, okay, füge mir bitte noch eine Modulation von diesem oder jenem dazu. Voice LFOs, Szenen LFOs, Envelope oder für irgendwelchen MIDI-Geschichten oder irgendwelchen internen Sachen, Alternate Bipolar und so weiter und so fort dazu. So, und das Ganze kann ich natürlich auch noch temposynchronisiert machen, sodass ich dann auch wirklich in meinem Beat das Ganze machen kann. So, das war jetzt quasi noch so ein kleiner Exkurs über den ADSR, der jetzt nur ADSR hier ist zum Beispiel. Den habe ich jetzt gerade getemposynct, nur diesen einen. So, und hier habe ich jetzt den Step Sequencer, den haben wir ja vorhin schon so ein bisschen gesehen, da wo ich die einzelnen Steps jetzt einzeichnen kann. Mit dem Rate kann ich es ein bisschen schneller hier machen. Rechtsklick auf den Rate kann ich den auch an das Tempo synken. Das heißt, diese Step Sequencer geht jetzt entlang des Tempos. Und wenn ich den jetzt hin und her schiebe, sehe ich hier ein 32. Note, ein 32. gedottet, also punktiert und so weiter. Und wenn mir das so ein bisschen fummelig ist, hier hin und her zu schieben, kann ich einen Rechtsklick machen und kann dann hier oben Straight Dotted Triplet auswählen. Bei Straight kann ich dann einfach zum Beispiel sagen, ich will jetzt hier 16. Noten oder 32. Noten haben. So. Und habe dann einfach hier ja entsprechend meinem Beatgeschwindigkeit kann ich hier den Step Sequencer einzeichnen. Ich kann ja den Step Sequencer auch noch so ein bisschen kleiner machen, sodass der hier wie so ein Loop nur hier zwischendrin langläuft. Und ich glaube, mehr geht gar nicht, oder? Ich kann den hier einfach nochmal so durchscrollen, von rechts nach links, im Kreis rumscrollen quasi. Und dann kommen wir zu dem MSEG. Ist das richtig? Ja, MSEG. So. Beim MSEG, Multisegment Envelope Generator, wer das noch nicht kennt, das ist im Prinzip einfach ein wahnsinnig explodierter ADSR oder erweiterbarer ADSR. Da gibt es einen eigenen Editor dafür und da komme ich rein, entweder dass ich hier einen Doppelklick auf dieses Icon mache oder hier rechts auf der rechten Seite ist ein kleiner Bleistift. Der hier. Und auf den kann ich auch klicken und dann geht so ein Editor auf.
Und bei dem Editor kann ich jetzt zum Beispiel diese Punkte hier nehmen und verschieben, wie ich das möchte. Ich kann hier verschiedene Kurven einzeichnen. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber mal einen Höhenunterschied hier mehr hin. Kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt mehr so einen Kurvenverlauf haben oder so einen. Ich kann hier einen Rechtsklick auf diesen Punkt machen und kann dann einfach sagen, okay, ich möchte hier eine lineare Kurve haben, eine S-Kurve, eine Bézier-Kurve oder einfach nur einen Hold. Und Hold ist einfach, der hält einfach nur diese dieses Level. Eine S-Kurve, kann ich sowas machen, wenn ich dann hier drauf drücke auf die Maus, dann kann ich diese S-Kurve auch noch verändern. Jetzt muss ich mal gucken, hoch und runter war das auf jeden Fall. So, wenn ich mit der Maus hier irgendwo reinklicke und die Maus hoch und runter schiebe oder rechts und links, kann ich dann eben das hin und her schieben oder reinzoomen oder rauszoomen. Das kann ich hier machen. Ich glaube, mit der mittleren Maustaste geht das auch. Nee, da geht das nicht. Ich kann hier, wenn ich auf so einem mittleren Punkt bin, also nicht auf diesen Ziehpunkten, die ich hier habe, die ich auch noch zwischendurch mit einem Doppelklick hier erstellen kann, wenn ich auf so einem Punkt drauf bin, habe ich noch mehr Möglichkeiten, als nur Hold, Linear, S-Curve und Bézier zu machen. Ich kann hier zum Beispiel sagen, okay, ich will hier Sinuswellen haben zwischen diesen beiden Punkten. Und so habe ich jetzt eine Sinuswelle. Das sieht noch nicht spektakulär aus zwischen diesen beiden Punkten. So, jetzt wenn ich hier draufklicke und die Maus gedrückt halte und die jetzt in die richtige Richtung schiebe, genau so, dann bekomme ich hier eine ganze Menge Sinuskurven dazwischen. Und es müssen nicht nur Sinuskurven sein, das können auch Dreieckkurven sein, zum Beispiel, die er mir hier automatisch zeichnet, oder Sägezahn oder Rechteck, oder dann habe ich hier weiter unten noch so Sachen wie Bump, das heißt, der fällt einfach einmal hier nach unten, oder den kann ich auch nach oben schieben oder Stufen, und die Stufen kann ich dann auch hier vergrößern oder wieder verkleinern. Und wenn ich das zum Beispiel auch wieder an den, nehmen wir das gerade mal, gucken, ob das jetzt gleich funktioniert. Wenn ich das jetzt zum Beispiel an den Pitch irgendwie ran tue. Ich weiß nie, wie lang das ist. So, ziehen wir einfach den mal hier so rüber. Und den ziehen wir jetzt auch hier rüber. Ich hätte jetzt einfach gedacht, dass er hier so in Stufen runtergeht. So. Also besser, es war wahrscheinlich einfach zu kurz, was ich hier gemacht habe. Ziehen wir den mal einfach so richtig runter. Mich an diese Kartons, die man früher an die Speichen der Fahrräder reingetan hat. Warum nicht? Achso, Entschuldigung. Doppelklick hier drauf. Und es gibt natürlich dann noch mehr Möglichkeiten, nicht nur Stairs, sondern Smooth Stairs. Dann sind die so ein bisschen abgefedert, nicht ganz so heftig. Oder hier Brownian Bridge. Das ist dann sowas. Und je nachdem kann ich das so ein bisschen abgefederter machen. Und natürlich habe ich auch hier wieder den ADSR hier am Start, wo ich das Ganze auch so ein bisschen mit einem Delay versehen kann oder eben auch nicht. Und ich habe innerhalb des MSEC-Editors mehrere Möglichkeiten über die Bewegung von diesen einzelnen Punkten. Das heißt, Single ist das, was ich gerade gemacht habe. Shift ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier verschiebe, verschiebt sich der ganze Rest hier nochmal. Und bei Draw kann ich hier dann einfach so richtig zwischendurch einzeichnen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dachte ich auf jeden Fall. Vielleicht ist das jetzt gerade... So, genau, kann ich das hier so zwischen den einzelnen Segmenten hier machen. Rechtsklick irgendwo rein,
habe ich hier auch noch die Actions. Und bei Actions kann ich sagen, Split, also er soll mir diese Szene nochmal splitten, er soll mir alles löschen, was hier ist in dieser, in diesen einzelnen Segmenten. Er soll mir die Dauer verdoppeln, halbieren, er soll es mir vertikal oder horizontal kippen oder flippen, quantisieren. Dann gibt es hier bei Create, kann ich sagen, Minimal MSEC. Und bei Minimal MSEC habe ich einfach mal nur so einen abfallenden LFO, eine abfallende Hüllkurve, sagen wir es mal einfach so. Oder Default, Default Voice MSEC ist das, was wir, womit wir gestartet sind, zum Beispiel. Oder bin zu schnell oder das Programm ist zu langsam. Default Scene MSEC. Dann haben wir so ein Dreieck-Dingsi. Oder ich habe hier noch verschiedene Step-Sequencer. Hier zum Beispiel 32 Step-Sequencer. Der sieht so zum Beispiel aus. Oder müssen wir zweimal klicken. Einmal reicht nicht. Oder ich kann hier so Sägezähne mir einzeichnen lassen, wenn ich so einen Verlauf habe. Auch ein netter Effekt. Und den kann ich natürlich auch wieder verändern. Oder eben hier mit Sinuslinien geht das genauso. Machen wir 8 Sinuslinien in diesen. So, und dann kann ich hier zum Beispiel noch, habe ich Einstellungen, wo ich sagen kann, Link Start und End Nodes, Deform Applied to Segment, Invert Deform Values zum Beispiel. So, das ist der MS Segment Editor. Da kann man sicherlich noch einiges drumherum erzählen und ausprobieren und machen und tun. Das überlasse ich euch. Ihr wollt ja schließlich auch noch was zu tun haben. Nicht nur alles von mir vorgebetet bekommen. So rum wird ein Satz daraus. So, das war schon wieder für dieses Tutorial. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen mehr Einblick in den Modulationsteil von dem Search Synthesizer bekommen. Vielleicht wusstet ihr auch schon alles, wäre super gewesen. Dann haben wir einfach eine schöne Zeit hoffentlich miteinander verbracht. Wenn nicht, hoffe ich, dass ich euch das eine oder andere vielleicht noch zeigen könnte. Wenn euch was aufgefallen ist, was ich nicht genannt habe, was ihr aber für wichtig empfindet, dann bitte kommentiert das in die Kommentare drunter, damit es auch die anderen mitkriegen. Und wenn es dann so wahnsinnig wichtig ist, dann mache ich vielleicht auch nochmal zusätzlich ein Tutorial oder ihr macht ein Tutorial dazu. Schauen wir einfach mal und ich hoffe, wir sehen und hören uns beim nächsten Tutorial wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.